Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video geht es um Virtualisierung, genauer gesagt um Hyper-V. Das ist eine Virtualisierungstechnik von Microsoft. Dieses Feature ist ja Bestandteil der Serverbetriebssysteme eigentlich. Es gibt da auch eine sogenannte Standalone-Version, die übrigens kostenlos ist. Wie der Hyper-V Server 2016 von Microsoft halt. Und zwar ist diese eine Technologie, die eingesetzt werden kann und wird, sowohl in eher kleinere Umgebungen als auch in größere, bis hin zur Virtualisierung ganzer Rechenzentren. Damit kann man auch die komplette Netzwerkkonfiguration durchführen, also Virtualisierung von Switches und so weiter. Ein ganz schön mächtiges Feature. Es kann also ziemlich vielseitig eingesetzt werden jedenfalls. Was ich euch jetzt aber zeigen will, ist, dass wir es auch für Client-Virtualisierung nutzen können. Denn dieses Feature ist ab Windows 8 auch bei den Client-Betriebssystemen dabei, als fester Bestandteil. Es muss halt nur einfach aktiviert werden. Unter der Home Edition von Windows werden wir es allerdings nicht finden. Es ist nur für die Pro und Enterprise Edition verfügbar. Ich denke aber, bei der Education Edition ist es auch dabei. Genau, wir müssen es, wie gesagt, einfach aktivieren. Und zwar, indem wir uns einfach, ich schließe das jetzt mal hier, wir rufen uns einfach dieses... ja, die Windows Features hier auf. Ja, hier Windows Features aktivieren oder deaktivieren. Wie ihr das macht, ist egal. Da gibt es wie immer viele Wege, um hier zu kommen. Genau, und hier einfach unter Windows Features aktivieren oder deaktivieren. Hier nach Hyper-V suchen. Standardmäßig sieht hier so aus. Es ist deaktiviert. Wir aktivieren das einfach hier mit einem Klick. Und einfach mit OK bestätigen. Wir werden dann normalerweise aufgefordert, den Rechner einmal komplett neu zu starten, damit die Einstellungen auch alle übernommen werden können. Bei mir ist das jetzt nicht der Fall, weil bei mir schon aktiviert war halt. Und schon haben wir hier in unserem Menü einfach Hyper-V schnelle Stellung einmal und einmal der Manager hier. Damit können wir unsere virtuellen Maschinen managen, Switches und so weiter. Sieht hier so aus. Hier werden dann die ganzen virtuellen Maschinen aufgelistet. Können wir hier direkt mit einem Doppelklick starten. Werden wir gleich sehen. Hier nochmal ganz kurz zu den, ja, wie wir eine virtuelle Maschine erstellen können erstmal. Hier haben wir schon von Microsoft hier einmal die Windows 10 Entwicklungsumgebung. Einfach markieren, wenn wir das haben möchten, und hier virtuelle Computer erstellen. Dann einfach die Schritte folgen. Step by Step dauert ein bisschen und schon haben wir unsere Windows 10, ja, die Entwicklerumgebung. Ubuntu ist hier noch vorgegeben und hier nochmal ein Paketierungstool irgendwie. Wir haben aber natürlich die Möglichkeit, hier irgendein anderes beliebigen Betriebssystem zu installieren. Und zwar hier unter lokale Installationsquelle, Installationsquelle ändern. Zack, und schon können wir jetzt unsere Image hier auswählen und Linux, Windows, was auch immer. Ich denke, XP wird hier nicht mehr unterstützt, auch in der virtuellen Umgebung. Aber ansonsten können wir ziemlich alles hier als virtuelle Maschinen uns installieren und halt testen, damit spielen, was auf. Immer sieht dann hier so aus. Ich habe jetzt hier diese Windows 10 Entwicklungsumgebung mir schon installiert. Einfach mit einem Doppelklick hier und schon startet es. Ich mache mal jetzt weiter und ein bisschen größer. Und schon haben wir unsere Entwicklungsumgebung hier. Dauert einen kleinen Moment hier. Das startet nochmal neu. Zack, einfach anmelden und schon haben wir hier die Möglichkeit, Programme zu testen, neueste Windows
Versionen, was auch immer wir damit machen. Ja, sieht dann eben so aus, ganz normal. Es ist kostenlos und wie gesagt bei der Pro-Version und Enterprise mit dabei. Ich schließe das jetzt einfach mal noch. Shutdown. Und was ich euch aber noch sagen möchte an der Stelle vielleicht ist, dass wenn ihr wie in meinem Fall hier, ich habe jetzt hier noch die VMware hier installiert auf meinem Rechner. Bei mir ist es jetzt die Version 12.5.9, also nicht mehr die ganz neueste. Und hier, wenn ich das aktiviert habe, das ist Hyper-V, startet hier meine andere Maschine nicht mehr. Ja, ich bekomme hier dieses, das ist irgendwie aus irgendwelchen Sicherheitsgründen halt, damit ich soll hier den Device Guard, ist nicht kompatibel, ich soll das deaktivieren. Und dann sollte es funktionieren. Ich habe das gemacht. Und das geht ganz einfach über die Gruppenrichtlinien hier. Das würden wir dann hier finden. Unter, also unser Editor hier für lokale Gruppenrichtlinien, administrative Vorlagen, System, denke ich. Und hier irgendwo haben wir der Device Guard hier. Ist bei mir schon deaktiviert. Funktioniert leider trotzdem nicht. Ich denke, da werden hier noch irgendwelche Einstellungen ja, geändert werden müssen und aktivieren. Dann wird das vielleicht funktionieren. Momentan habe ich da keine Lösung. Ich muss dann, wenn ich jetzt hier eine Maschine starten möchte, halt Hyper-V wieder deaktivieren, neu starten und dann funktioniert das auch wieder. Das nun mal so am Rande. Genau, das war's auch schon alles. Ich hoffe, dass, ja, dass es für euch interessant war, beziehungsweise ich euch weiterhelfen konnte damit. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.